Hallo liebe Leute, in diesem Video wollte ich mal mit euch über eine neue Red Dead Bewegung reden, aber gehen wir einmal blitzschnell auf die wöchentlichen Veränderungen ein. Wie ihr alle wisst, ist wieder Dienstag und das heißt wieder Eventwoche, deswegen haben sich wieder ein paar Kleinigkeiten geändert und diese Sachen könnt ihr hier einsehen. Im Fokus liegt diese Woche der Modus Gun Rush, das heißt es gibt doppelt Geld und XP auf diesen Modus, nicht doppelt Gold, leider leider. Des Weiteren gibt es diverse Boni, wenn ihr mit einem permanenten Trupp in dieser Woche die präsentierte Serie spielt, ihr müsst nicht gewinnen, nur teilnehmen, erhaltet ihr eine kostenlose Porterjacke. Des Weiteren könnt ihr die Benbow-Jacke erhalten, dafür müsst ihr eine Händler- oder Schwarzbunderlieferung abschließen und dann hat sich die Sache erledigt. Bedenkt aber, dass ihr danach sicher immer noch ein paar Tage warten müsst, bis die Items bei euch eingehen, das ist ja schon immer so gewesen und wird wahrscheinlich auch jetzt der Fall sein. Zu guter Letzt könnt ihr noch an einer Nominierungsserie teilnehmen, dafür bekommt ihr 30% Rabatt auf euer nächstes Repetiergewehr und das war's eigentlich schon, was die Wochenaktion betrifft. Der Rest ist immer noch gleich, alle Rabatte gleich, pipapo, hat sich also nicht viel getan. Bedenkt, dass das hier die letzte Woche ist für diesen Eventmonat, danach wird es entweder einen neuen Eventmonat geben, oder ich hoffe, wir hoffen, wieder Eventwochen. Ich vermisse die Eventwochen wieder schon ein bisschen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Die habe ich immer routinemäßig super gerne gemacht, deswegen finde ich das wirklich gut, wenn die wieder kommen würden. Das Ganze wird sich dann nächsten Dienstag zeigen. So, liebe Leute, um mal ganz kurz ein paar News einzubauen. Ich glaube, dass das wirklich nicht sehr bekannt ist, aber es gibt eine neue Bewegung in der Red Dead Community, die leider noch relativ klein und unbekannt ist, aber ich bewundere wirklich das Herz dahinter. Nämlich ist Bewegung gerade ein gutes Stichwort. Red Dead-Spieler haben sich zusammengetan und haben beschlossen, aus Protest und natürlich um unseren Hashtag SaveRedDeadOnline zu bestärken, gemeinsam zu marschieren, um damit erneut ein Zeichen dafür zu setzen, dass sich an der Entwicklungspolitik von Red Dead Online etwas ändern muss. Diese Bewegung wurde von der Red Dead Society, klingt wie eine Superheldenliga, ins Leben gerufen und soll erneut klarstellen, dass die Red Dead-Spieler so langsam die Schnute voll haben. Wir wollen Content, wir wollen Antworten, wir kriegen nichts und wir machen weiter. Natürlich ist die Idee sehr gut, ich finde sowas generell immer sehr stark, ich finde das super kreativ, wir setzen erneut friedlich ein Zeichen und Rockstar wird dann zeigen, wie wichtig oder je nachdem, wie egal wir ihn sind. Die Idee kam laut Post von dem User LuxyGrant. Ich habe euch mal unten den Instagram-Link in die Beschreibung gepackt. Sind auf jeden Fall ein paar sehr coole Red Dead-Bilder dabei. Wer sich dafür interessiert, kann den Account also gerne mal anschauen. Aber zurück zum Thema, wie weit müssen die Red Dead-Spieler eigentlich noch gehen? Was muss eigentlich noch getan werden, damit sich endlich was tut? Was muss noch getan werden, damit wir endlich eine Reaktion bekommen? Ich frage mich wirklich, was gerade intern abgeht. Ich verstehe es nicht. Dieses Maß an Respektlosigkeit, was von Rockstars Seite kommt. Diese kalte Schulter, die wir abbekommen. Der User Vega1 hat übrigens unter unserem letzten Red Dead Video folgendes kommentiert. Ich glaube ja, Rockstar darf nichts sagen, beziehungsweise dass Take-Two ihnen einen Maulkorb angelegt hat. Sie würden sicher gerne, aber Take-Two als Mutterkonzern ist natürlich profitgeil, da sind wir Gamer einfach im Hintertreffen. Warum haben sonst so viele aus der Chefetage bei Rockstar gekündigt? Leider wissen wir natürlich nicht, ob das stimmt. Ich würde jetzt blank mit dieser These gehen. Ich stimme dem eigentlich zu, dass Rockstar eigentlich gerade die Hände gebunden sind, aber eine klare Absicherung haben wir da natürlich nicht. Das einzige, was wir haben, ist, dass Rockstars Verhalten gerade sehr Rockstar untypisch ist. Dass Rockstar die Fans anschweigt, ist ja kein Geheimnis. Das war schon immer so, das ist nichts Neues. Rockstar ist auch nicht die Art von Firma, die sich in der Regel bei Posts zu einem Thema äußert. Rockstar würde mit einem Update antworten als Entschuldigung. Rockstar war schon immer so, das ist kein Geheimnis, aber auch das scheint nicht zu kommen. Vielleicht kommt ja doch was, wer weiß. Ich denke, momentan weiß es niemand, nicht mal Rockstar, nicht mal Take-Two selbst. Ich meine, es gibt gute Gründe, wieso Take-Two plötzlich eine Handyfirma aufkauft, um damit quasi anderweitig Profit zu schlagen. Dass sie quasi 12,7 Milliarden Dollar haben für eine popelige Handyfirma, aber nicht für Red Dead Online. Das sagt viel aus, vor allem wie wichtig wir ihnen sind. Ich finde es sehr gut, wie Leute immer noch aktiv dabei sind, wie sie weiterhin diesen Hashtag verfechten. Das Ganze geht jetzt schon gute 2 Wochen und es nimmt immer noch immer größere Ausmaße an und es scheint von Rockstars Seite immer noch nichts zu kommen. Ich würde mal als Vorschlag in den Raum werfen, bevor wir wilde Vermutungen anstellen. Wir warten einfach bis zum nächsten Dienstag und schauen, was dann kommt. Vielleicht was Gutes, vielleicht was Schlechtes. Vielleicht gar nichts, vielleicht kostenlose Bohnen diesmal, wer weiß, würde mich auf jeden Fall nicht überraschen. Übrigens, die News zu der neuen Bewegung und auch den Footage zur neuen Marschierbewegung in Red Dead habe ich durch den User Donrise erhalten, danke dafür nochmal. Dieser hat übrigens auch einen YouTube-Account mit Videos zu Red Dead, dabei liegt PvP im Fokus. Wer also möchte, kann das gerne mal anschauen, das neueste Video von ihm ist in meiner Beschreibung verlinkt. Wie dem auch sei, liebe Freunde, das war es dann auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da, wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, abonacoim und bis zum nächsten Mal.